Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich bin hier heute gemeinsam mit der lieben Nihan. Und zwar macht die liebe Nihan fleißig ja auch mein Programm, habe ich hier mitbekommen. Und sie ist wirklich eifrig mit dabei und ich gehe jetzt mit ins Bike-Training und du wolltest heute mit mir Beine trainieren. Ja. Bist du dir wirklich sicher? Klar, hallo? Es kann sein, dass du weinst. Es kann sein, dass du schreist. Es kann sein, dass du zwei Tage danach nicht mehr gehen kannst. Du bist voll der Brecher, Mann. Wir machen jetzt einen Vertrag. Alle eventuellen Verletzungen und Einschränkungen, die danach passieren könnten, liegen nicht in meiner Gewehr. Und ich bin damit befreit von allem. Also wir gehen ins Fitnessstudio, ne? Wir ziehen nicht in den Krieg. Alles klar, Mann, kann ich. Cool. Ich zerfetze das Fitnessstudio. So, die liebe Nihan möchte mit mir zusammen Beine trainieren. Dann würde ich sagen, los geht's. Und jetzt zerstören wir so richtig krass Beine und vor allem Po. Okay, okay. Los geht's. Okay. So, und bevor wir ins tödliche Beintraining starten, wärmen wir uns erstmal richtig auf. Dafür sind wir auf die Laufbänder gegangen und gehen hier leicht bergauf. Das heißt, dass sich die Beine hierbei richtig schön aufwärmen. Und dann, so süß, wurde ich auch in dem Fitnessstudio in der Nähe von Hannover erkannt und durfte noch vor dem Beintraining ein paar Fotos machen. Da habe ich mich echt richtig gefreut. Und dann sind wir mit Kniebeugen in unser Beintraining gestartet. Und zunächst habe ich erst ein paar Aufwärmsätze gemacht und habe mit der Stange die korrekte Ausführung der Nihan gezeigt, sodass sie erstmal weiß, was sie da überhaupt machen soll. Und dann war die Nihan an der Reihe und am Anfang ist es für die meisten Beginner etwas schwierig, dass man den Oberkörper immer schön gerade aufrecht lässt und dass man das Gewicht nach hinten verlagert. Auch die Nihan ist am Anfang, als sie in die Hocke gegangen ist, eher auf den Ballen gelandet und man muss sich wirklich ganz nach hinten raussetzen, sodass auch die Fersen fest am Boden sind. Also fangt am besten ganz am Anfang nur mit der Stange an. Das Gewicht reicht meistens aus. Die kleinen Stangen haben meistens 10 Kilo, die großen Stangen haben bereits 20 Kilo. Und macht es erstmal wirklich so lange, bis die Ausführung perfekt sitzt und dann könnt ihr mit dem Gewichten erhöhen. Als zweite Übung haben wir die Beinpresse gemacht. Das ist für die Nihan eine etwas einfachere Übung gewesen. Sie hat doch gesagt, dass sie viel krasser war für sie, da sie so in den Sitz gedrückt worden ist. Und da wurden ihre Beine natürlich nochmal gezielter belastet. Bei den Kniebeugen wollten wir bewusst noch nicht so schwer gehen. Und deswegen konnte sie sich hier richtig auspowern. Und den letzten jetzt. Komm. Und? Ja! Das Allerwichtigste bei der Ausführung ist immer eine parallele und feste Fußstellung. Dreht die Zehenspitzen leicht nach außen, denn da, wo die Zehenspitzen zeigen, zeigen auch die Knie hin, denn die Knie müssen immer nach außen gehen, nicht nach innen und geht wirklich so tief runter, wie ihr könnt. Das heißt, bringt die Knie in Richtung Schultern. Und Nihan, wie fühlst du dich so nach der Halbzeit? Irgendwie gut. Ich weiß nicht warum, aber also ich bin übel zerstört. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr gehen, wenn ich hier rausgehe aus dem Fitnessstudio. Im Moment ist es noch ein Glücksgefühl, aber ich glaube gleich fange ich an zu heulen. Das ist voll hart. Nee, aber 50 Kilo, also Zusatzgewicht, das ist echt super. Und man sieht den Kampfgeist in deinen Augen. Dann gehst du hier runter, Gewicht auf den vorderen Bein verlagern und dann gehen wir hier wieder nach oben. Drücken das Gewicht nur aus dem vorderen Bein ab, das hintere ist mit der Stabilisation da. Und dann machen wir pro Bein so 10 bis 15 Wiederholungen. Das nimmst du nur noch mehr. Das ganze Gewicht ist da drauf. Jawohl, einbeinige Ausfallschritte an der Multipresse. Ich finde das eine richtig gute Übung, weil die merkt man richtig fies im Bein, aber auch vor allem im Po. Wichtig hierbei ist, dass man eben senkrecht nach unten geht, das heißt der Oberkörper bleibt schön aufrecht und wir drücken nur aus dem vorderen Bein. Das ist wirklich wichtig. Das andere Bein ist nur wie so eine Stütze
wie beim Stützrad eine Stütze, die uns abfedert. Und hierbei ist eine Multipresse wesentlich angenehmer, da man in die Ausführung hineingeführt wird. Man hat viel mehr Stabilisation als wie die freie Variante. Und wir haben zuvor eben schon Kniebeugen und Beinpresse gemacht. Also perfekt die Übung. Okay, dann rechten Bein nicht. Scheiße. Musst du auch noch den linken? Also hinter der Kamera zu stehen, macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Muss ich auch noch einen Satz? Du sagst noch zwei Sätze. Was? Und noch einer, komm. Was? Als nächstes machen wir Abduktoren an der Maschine. Das heißt, wir trainieren den äußeren Teil des Pos und hierbei neigen wir uns nach vorne, denn dann merkt man es wesentlich besser. Probiert es einfach mal aus. Also richtig schön nach vorne neigen. Vorne könnt ihr euch abstützen und dann bringt ihr die Beine nach außen. Ihr könnt auch außen gerne kurz anhalten und langsam und kontrolliert wieder zurückführen. Finde ich einfach wunderschön. Ja. Ich habe schon gesagt, ich merke es genau da. Alter. Oh. Okay, lass doch mal. Lass doch. Und nachdem die Nihan beinahe die Abduktormaschine zerstört hat, dachten wir, wir gehen doch einfach weiter zu Beckenheben. Und zwar machen wir das hier an der Bein-Bizeps-Curl-Maschine. Jawohl, wir missbrauchen diese Maschine zu unserem Gunsten und machen hier eine richtig krasse und fiese Po-Übung. Also ich mag die wirklich richtig gern. Man kann es natürlich auch an der Multipresse machen oder frei mit der Langhantel. Aber diese Variante ist halt am aller bequemsten. Ja. Mach jetzt mal ein schwerer. Ich hab die Beine nur für dich gemacht. Sagst du nicht so. Also wenn ihr so eine Maschine in eurem Studio habt, dann friemelt euch unten rein und legt eure Schulterblätter oben am Polster ab, haltet euch fest und nun schaut, dass eure Füße parallel sind und drückt richtig schön aus den Fersen nach oben und oben den Po richtig fest auspressen. Und das Ganze beenden wir mit stehenden Bein-Bizeps-Curls. Das ist eine richtig gute Übung. Ich beende immer gerne mein Beintraining mit dem Bein-Bizeps oder beginne es auch gerne. Und ich hoffe, wir konnten euch einige neue Anregungen geben für ein heftiges Beintraining. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh mein Gott, krass. So, wir zwei haben es geschafft. Wie geht's dir?
beschissen und geil. Ich weiß nicht, was für ein Wort ich dafür so benutzen soll. Ich habe für mich, dass ich die ganze Zeit geschrien hätte. Ich habe so einen riesigen Druck auf dem Hals. Ich auch. Und wir haben echt mit 6 Übungen, gell? Ey, das war geil. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein Gefühl gehabt. Es war richtig heftig hart, aber man wollte so durchziehen, um dieses Gefühl zu spüren. Und ich bin irgendwie froh und gleichzeitig auch voll. Weiß ich nicht. Die Nieren einer wenigsten mit so richtig von Anfang an, du hast ja noch nie so trainiert, gell? Dass du so ein Brennen in den Augen hattest, dass du so gekämpft hast. Das war richtig cool. Und deine Motivation deswegen. Und ich würde sagen, gehen wir nach Hause und essen was Richtiges. Oh ja, bitte. Oh ja. Oh ja, essen. So ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause bei der Nihan angekommen und haben schon gesagt, wir machen jetzt einen ganz entspannten nach so einem heftigen Beintraining. Wie fandest du es? Noch chillen. Ja. Es war heftig geil. Irgendwie war es geil. Es war voll zerstörerisch, aber geil. Also ich fühle mich sehr, sehr gut. Eben dachte ich, ich sterbe und jetzt, wo ich meinen Apfel verspeist habe und Sophie hat hier auch was ganz Leckeres. So eine Art Chili con Carne mit Kartoffeln, Kidneybohnen, Händel und richtig allerlei. Nice. Ich mache mir gleich auch noch was. Aber erstmal muss das erstmal herhalten, weil ich bin einfach zu kaputt. Obst und ist aber sehr gut. Also ja, Apfel, oder? Apfel, Banane, super gut. Genau, also wir sind beide richtig fertig, machen jetzt richtig entspannt auf dem Sofa. Es ist richtig toll am Abend jetzt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, ja, wie wir so gelitten haben, dann schießt jetzt der Daumen kraftvoll nach oben. Daumen nach oben mit Apfel. Dann Channel abonnieren, Nihan0311. Und Sophia Thiel, lasst ein Abo da, damit ihr keins unserer neuesten Videos verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Wir freuen uns. Dankeschön. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.